Willkommen hier in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Mit der besten Defensive der Liga im Rücken werden sie hier im Heimspiel natürlich selbstbewusst auftreten. Und damit haben sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Die Nummer 22, Nnamdi Mukiele. Es gab ja mal Zeiten, da schien der Aufstieg von Hoffenheim unaufhörlich. Aber Wolf, dann kam der Einbruch und wir müssen schauen, ob sie jetzt so langsam aber sicher mal Konstanz da reinbekommen. Von den Möglichkeiten her gehört der Club nach oben. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Peter Gulagi ist im Tor. Willi Orban spielt zusammen mit Dayo Upamecano in der Defensive. Und gleich drei Stürmer sollen heute den Erfolg bringen. Oh Wolf, eine sehr offensive Aufstellung. Da bin ich wirklich gespannt. Dani Olmo. Ah, das war halbherzig, dieser Zweig. Oh, da ist er durch. Emil Forsberg. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Für Leipzig, die Nummer 10, Emil Forsberg. Richards. Diadier Samaseku. Ballbesitz verloren. Dani Olmo. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Fairer Einsatz hier. Hier das Bebu. Da kann er ihn stoppen. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Jetzt die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Schauen wir uns das Führungstor nochmal an. Schön platzierter Ball unten links ins Tor. Ecke kommt in den 16er. Ball kommt rein. Kramaric. Diadi. Ah, harte Aktion. Ist das vielleicht sogar rot? Noch liegen sie vorne, aber nach dem Platzverweis wird es natürlich schwer. Es muss jetzt darum gehen, die Grundordnung zu halten. Dann reicht das vielleicht. Rudi. Bebu, Andrej Kramaric, Pavel Kalashavec. Da kommt die Hereingabe. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor.
Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein. Und dann ist dieser Volley natürlich richtig gut. Der Keeper ist machtlos. Den Ball hat er super getroffen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Forsberg. Die Leipziger machen Druck. Vielleicht die Führung jetzt. Tor, da ist es. Zu zehnt liefern sie hier eine tolle Leistung ab. Zu zehnt geben sie hier alles. Und jetzt haben sie die Führung. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Diadier Samaseku. Bebu. Abwehr hat aufgepasst. Super dazwischen gegangen. Kaderabek. Jetzt könnte der Pass kommen. Er ist frei, da kann was draus werden. Das ist noch gefährlich. Ball ist jetzt wieder weg. Der Schuss. Da passt der klasse auf. Die Ecke könnte den Ausgleich bringen. Ecke kommt ins Zentrum. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts bei rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Könnte jetzt was werden. Jetzt könnte er flanken. Vom Flügel zieht er jetzt ein. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Das muss es sein. Da nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Torwart. Gut rausgekommen. Die Ballbesitzzahlen auf Seiten von RB Leipzig sind in diesem Spiel heute eher schwach. Gefährlich jetzt. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Bebu. Dani Olmo. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Sebastian Rudi. Und die Möglichkeit. Ein tolles Tor. Absolut, Wolf. Das war überragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen und dann auch nutzen. Klasse. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. Hier nochmal dieser Treffer.
3:2 also. Da ist alles drin. Für 1899 Hoffenheim. Die Nummer 27. André Kramaric. Ganz energisch. Jetzt vielleicht die Flanke. Dani Olmo. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Ecke kommt rein. Da kommt die Hereingabe. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. So, Pause hier, Buschi. Und ganz klar, dieser Platzverweis sorgt hier weiter für erhitzte Gemüter. Ja, ja, Wolf, aber es war eine richtige Entscheidung. Da musste er ihn vom Platz stellen. Und sie dürfen sich davon nicht ablenken lassen. Es ist noch nichts verloren. In der ersten Hälfte lief alles für die Hoffenheimer. Schauen wir mal, ob es jetzt auch so weitergeht. Neu in der Partie, die Nummer 44, Kevin Kampel. Marcel Sabitzer. Dani Olmo. Könnte der Ausgleich werden. Abgepfiffen, abseits. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Jetzt Sabitzer. Das ist Forsberg. Da steht er im Abseits. Schade, aber eindeutig. Jetzt kann man wieder spekulieren, was das für eine Riesenmöglichkeit gewesen wäre. Das brauchen wir aber nicht. Das war klares Abseits. Guter Vorstoß da jetzt. Bebu. Und irgendwie hält er ihn. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel. Und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent. Dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Jetzt die Ecke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Ballgewinn, gefährliche Position. Gut reagiert, er weicht der Grätsche aus. Nordi Mukiele. Das ist Forsberg. Dani Olmo. Gut durchgesetzt, gefährlich. Sie geben nicht auf. Nur noch zu 10 sind sie. Aber das ist ihnen egal. Ausgleich. Da ist das Tor. Sie sind wieder da. Wahnsinn. Sie sind nur noch zu 10. Und als alle schon denken, das Ding kannst du abhaken, ja, Nummer ist durch, da machen sie den Ausgleich. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Den Aus. Gleich haben sie sich wirklich verdient, ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Beim Ballbesitz ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, beim Spielstand natürlich auch.
offensivfreudig. Beide Trainer lassen nach vorne spielen. Gut gemacht, gutes Tackling. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Das macht er gut. Steilpass kommt nicht an. Abgefangen. Hätte eine gute Aktion werden können. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Pavel Kadaschabek. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Auswechslung bei RB Leipzig. Vom Feld gegangen, die Nummer 22, Nordi Mukiele. Neu in der Partie, die Nummer 23, Marcel Halstenberg. Marcel Sabitzer. Kampel. Leipzig über außen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Nix war's mit dem Dreierpack in dieser Szene. Eine gute Chance und wenn das hier so weitergeht, gibt es noch eine. Ist hier immer noch am Ball. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Geht dazwischen und hat den Ball. Die Gäste werden wechseln. Da oben, der fordert den Ball. Er lässt den Gegner stehen. Starkes Tackling hier. Forsberg. Dani Olmo. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gutes Anspiel. Hier könnte es jetzt nochmal gefährlich werden. Der Ball ist im Aus, es geht hier mit Abschluss weiter. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ob hier noch ein Tor fällt, lange zu spielen ist nicht mehr und es steht unentschieden. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Richards. Mijat Gacinovic. Da gewinnt er den Zweikampf. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Der Ballverlust. Eine sehr gute Möglichkeit. Das ist die Chance zum Sieg. Könnte die Führung werden. Noch ist die Chance da. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Chance zum Konter jetzt. Sebastian Rudi. Chance zur Führung. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Schönes Zuspiel. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. 90 Minuten sind vorbei. Es steht unentschieden.